und ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Und das Ganze spielt sich heute unter den wachsamen Augen von Stefan Römer ab, der mir bei diesem Rennen Gesellschaft leisten wird. Und sollte das Wetter halten, wo glaubst du denn, wird sich heute das Rennen entscheiden? Grundsätzlich sind die Überholmöglichkeiten hier auf die letzte Schikane und auf Kurve 1 beschränkt, sofern du gut unterwegs bist und vom DRS unterstützt wirst. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir ein paar mutige Manöver in der Spitzkehre, in der Kamui Kobayashi 2010 einen beeindruckenden 7. Platz eingefahren hat. Aber das ist, wie du sagst, nur dann möglich, wenn das Wetter so bleibt. Wir wissen, wie schnell das Wetter in Suzuka umschlagen kann und sollte das passieren, dann werden die Karten neu gemischt. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Ferrari startet also von der Pole und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Bottas, Max Verstappen und Perez. Hülkenberg, Grosjean, Massa und Carlos Sainz Jr. Quert, Ocon, Jolyon Palmer und Magnussen. Wehrlein, Ricciardo, Marcus Ericsson und Fernando Alonso. Stroll und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, bis zum Saisonende sind es noch 5 Rennen. Wir können uns immer noch den Konstrukteurstitel holen. Viel Glück! Während dieser Runde.
Ampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor.
führst das Feld an. P1. Bottas liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 16 Runden.
ist angekommen, bestätige.
Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Thank you.
2.